Hallo, meine lieben Hobbyleuts, Zuschauer und Zuhörer. Der Balduin meldet sich heute mal mit einer Sonderausgabe. Ja, und zwar ein Reaktionsvideo. Und zwar auf dem Axis Hobbytisch und vom Weekend Wizard. Das Thema ist: Geiz ist nicht geil. Ja, der Hüter der alten Welt, also meine Wenigkeit, meldet sich in diesem Bereich nun auch mal zum Wort. Tja, für mich ist es relativ simpel. Da ich als Hüter der alten Welt Warhammer Fantasy in seiner Reinform absolut voraussetze. Ja, es gibt ganz wenige Modelle in meinen Warhammer Fantasy Armeen, die nicht von GW sind. Um nochmal jetzt kurz zu erklären, um was es geht. Und zwar, die alte Welt, The Old World, soll ja wiederkommen. Und die Angst besteht, dass man das Ganze, also wir alle, das Ganze schon wieder kaputt sparen, bevor es überhaupt in die Läden kommt. Schuld daran sind natürlich Preisdiskussionen und das Ganze hin und her, sind die Preise gerechtfertigt, ja oder nein? Für mich persönlich ist das alles bla 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 bla. Ich finde es super, wenn Warhammer Fantasy neu rauskommt, tolle Figuren erscheinen, die natürlich in das Schema passen, die man auch mit der alten Welt verbindet. Wenn es Figuren sind, die mir nicht gefallen, kaufe ich sie nicht. Sind es Figuren, die mir gefallen, kaufe ich sie. So einfach ist das. So. Dann natürlich die Regelbücher. Wenn The Old World rauskommt und das Regelbuch, sicher, das kauft man sich natürlich zuerst, aber man schaut natürlich in erster Linie auf die Figuren. Für mich sind das diese zwei Faktoren. Regelbuch, die Regeln generell, wie sind die Armeebücher aufgemacht, falls es sie gibt, ja, und die Figuren. Gefallen sie mir? Wenn die so überladen sind, ja, ich meine, das ist natürlich meine ganz eigene Auffassung, aber wenn ich weiß, dass das gut wird und mir diese Figuren gefallen oder wenn es den Designern gelingt, mich abzuholen, es steht alles da, wie es die Designer früher gemacht haben. Und ich persönlich finde die Äußerung, ja, man muss sich ja an der neuen Zeit orientieren, die Figuren werden ja alle filigraner und agiler und in epischen Posen, bla 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 bla. Nein, man hat die schönen alten Figuren. Und ich sag ja nicht, dass man dauernd um das alte Zeug aufwärmen muss und so. Bin ich ja auch nicht dafür. Man soll ja schon was Neues erschaffen. Aber den Stil, den kann man doch einfach lassen. Diesen schönen Comic-Stil, der meiner Meinung nach ziemlich verloren geht. Ja, und wenn wir beim Thema Figuren sind, neue Figuren, ist, finde ich, Games Workshop da auf einem guten Weg. Sicher, es gibt immer noch Figuren, wo ich sage, behalt den Schrott. Ja, also nur mal als Beispiel, die Alariel. Diese neuen Figuren, also das ist wie gesagt meine persönliche Meinung, diese neuen Alariel mit diesen, ich weiß gar nicht, dieses übergroße Modell. Nein, also für mich ist die Alariel eine mächtige Magierin der Hochelfen und sie soll immer noch aussehen wie eine Hochelfe und nicht wie ein übergroßer Schmetterling. Mit einem Viech dabei, was ich überhaupt nicht zuordnen kann, was aus irgendeinem asiatischen Einfluss heraus den Designern irgendwie in den Kopf gehüpft ist. Also das ist, mir gefällt's nicht. Wohlgemerkt, das ist meine persönliche Meinung, die man ja auch haben darf. So, und ich meine einfach dieses schöne Design, was wir aus den allen vorherigen Editionen von Warhammer kennen und auch lieben. Ja? Und da sind wir wieder bei dem Thema,
Ich liebe das, was ich kenne. Das, was mir vertraut ist. Und man kann das, was man kennt bei Warhammer Fantasy, diese schöne sechste, siebte, achte Edition Artwork-Welt. Das ist doch alles da, es ist alles schon vorgegeben. Und ihr müsst dauernd, also GW muss dauernd was Neues erfinden, in asiatisch überproportioniert, mega killer Todes of Doom. Bäh. So. Und um jetzt mal den Bogen wieder zu kriegen zu dem Geiz ist nicht geil. Wenn mir eine Figur gefällt, wenn mir das Design von einem Regiment der neuen Ork-Krieger gefällt, dann kaufe ich mir die. Bam! Und ja, ich achte vielleicht ein bisschen darauf, dass sie auch zu meiner alten Ork-Armee passen. So ein bisschen vom Design her. Und dann bin ich glücklich. Wenn dann noch die Regeln stimmen, das Balancing vielleicht noch ein bisschen. Also wie gesagt, die Spielregeln mal selber dahingestellt. Für mich geht es ja in erster Linie um ein schönes, abgerundetes Spielset. Ja. Dann ist alles fein. Dann kaufe ich das. Und ich kaufe Original-GW-Krempel. So. Sicher, wenn mir eine Figur von Infinity gefällt, wenn mir eine Figur von Freebooters Fate gefällt, dann kaufe ich mir die. Und da sind wir wieder beim Design. Wie der Exe zum Beispiel gesagt hat, ja, dass man proxt. Ja, man kauft sich Figur XY von Hersteller XY und sagt, das ist jetzt mein Riese, ja, der Orks und Goblins. Und den setze ich ein, weil er mir gefällt. Aber ich weiß einfach, es ist nicht der Originalriese von GW. Dann überlege ich, sage ich mal, als Erz-Warhammer Fantasy-Spieler mir ernsthaft, setze ich es ein oder setze ich es nicht ein? Ja. Und diese Variante einfach zwischen Gefallen und Bezahlen, das muss stimmen. Meine persönliche Meinung. Wenn mir eine Figur gefällt im Stil von Warhammer Fantasy, wo alles da ist, wo eine Zeichnung oder der Aufdruck von einer Box zu sehen ist, dann kaufe ich mir dieses Regiment. Ist mir schnurzpiepe, ob es 32, 35 oder 38 Euro kostet. Ich weiß, dann habe ich ein so richtig geiles Regiment. Ich meine, irgendwann werden die Regimentsboxen sowieso 40 Euro kosten, wenn nicht sogar 50 Euro. Aber dann kaufe ich mir, sage ich mal, nur ein Regiment in 3 Monaten, weil ich einfach mir so ein Hobbybudget gesetzt habe und fertig. Und das hat auch nichts mit Geiz zu tun. Wenn ich etwas will, hole ich es mir. Aber es muss mir gefallen. Und da spreche ich, glaube ich, vielen Warhammer Fantasy Spielern aus der Seele, wenn ich sage, Games Workshop, hallo, wenn du was Cooles produzierst, in dem Stil, das in diese schöne alte Welt passt, ja, die man auch noch weiterentwickeln kann. Wenn ich überlege, Katai, Arabia, es gibt noch so viele Möglichkeiten. Kislev hoch, ja. Toll, man kann so viele neue Völker, so viele neue Geschichten daraus spinnen, die alle in dieser alten Welt und drumrum sind. Man kann so viele neue Sachen machen, aber in dem Stil, wie er uns Warhammer Fantasy-Spielern gefällt. Punkt. Und da ist dann halt auch wieder, ich bezahle die 150 Euro für das Hauptregelbuch, was neu rauskommen wird. Weil es geil ist. Wenn es in dem Stil ist, wie es mir gefällt. In dem Stil der vorherigen Edition. Der Stil. Ja, es können von mir aus auch andere Regeln kommen, die vielleicht ein bisschen komplizierter und, nein, sagen wir anspruchsvoller sind. Dann bin ich nicht geizig. Dann sage ich nehme diese 150 Euro, bezahle das für dieses tolle Regelbuch, wo ich alle Infos drin habe. Und ja, mich wird es dann auch wieder ankotzen, wenn dann nach 3 Wochen wieder irgendein Errata kommt. Für mich persönlich zählen keine Erratas.
Ich spiele es nach dem Ding, was da drin steht. Und einige mich mit meinem Gegner darüber, wie es gespielt wird. Und ich bin auch ein Fluff-Spieler. Und das unterscheidet mich zum Beispiel von Turnierspielern. Ich spiele, weil es mir Spaß macht. So Bier und Brezel Warhammer, wenn man so will. Ja. Und wenn ich geizig wäre, würde sagen, ich kaufe das nicht, weil das. Ist meine persönliche Auffassung wieder. Ich mache mir nicht so viele Gedanken. Ich sehe etwas. Games Workshop bringt The Old World raus. Die Box, in der es Kiesleviten und Chaosdämonen gibt, mit dem richtig coolen Regelbuch dabei, mit den Figuren, mit Würfeln, Maßbändern, so wie man das kennt, mit einem richtig geilen Cover, ja, wo kislevitische Bärenreiter gegen Chaos-Zerfleischer antreten in der großen Schneesteppe von Kislev und dann eine Zauberin Katharina, die Große, ja, auf der einen Seite und ein wahrer Blutdämon auf der anderen Seite, die sich in einem Zaubererduell gerade bekämpfen. Bam! Ein richtiges, geiles Cover. Warhammer Total War macht's ja vor. Eine bessere Werbung gibt's ja nicht. Und ich bin dann nicht geizig. Wenn ich etwas sehe, was mir richtig gefällt, in diesem Design, und das ist der Schlüssel zu allem, wenn einem Warhammer Fantasy-Spieler oder diejenigen, die sich dafür interessieren, die es vielleicht schon ad acta gelegt haben oder Warhammer Fantasy verschenkt, verkauft, verbrannt, was auch immer haben, dann kaufen sich die Leute das wieder. Es kommt also auf Games Workshop an, dass sie sich auf dieses schöne alte Gefühl wieder besinnen. Die sollen ihre Hausaufgaben machen. Das ist meine Botschaft dafür. Als Hüter der alten Welt sage ich, Games Workshop, streng dich an, geh zurück zu deinen Wurzeln und mach das Ganze in geil. Ihr wisst, wie es geht. Ihr habt alles, was ihr wissen müsst, habt ihr bereits da liegen. Ihr müsst euch nur mal wieder Gedanken machen, euch auf den Hosenboden setzen, macht eure Hausaufgaben, macht es anständig. Und wenn wir da versichern, noch ein Jahr drauf warten müssen, und wenn die Box von mir aus 50 Euro kostet, okay, dann kostet sie halt 50 Euro. Sicher, die Gefahr ist dann immer noch, klar, es ist teuer, die Leute kaufen es weniger und es läuft sich tot. Okay, so ist das Figurenhobby normal. Es ist ein Luxusprodukt. Figuren, unser Hobby, ist ein reines Luxusprodukt. Punkt. Und es entscheidet sich an uns und an Games Workshop. Das ist ein harmonisches Miteinander, wo beide harmonisieren müssen. Das ist meine persönliche Einstellung. Also ich habe halt festgestellt, dass unsere Hobbygemeinschaft schon ab und zu ein bisschen klar aufs Geld achten muss. Wir müssen alle aufs Geld achten in diesen Zeiten, da unser Hobby ja ein Luxusprodukt ist, wie ich gerade gesagt habe. Und klar, hole ich mir für 50 Euro eine Box oder sorge ich dafür, dass mein Kühlschrank gefüllt ist? Da muss ich nicht überlegen, ist klar. Das sind aber Einflüsse zum Beispiel, die keine von beiden Seiten beeinflussen kann. Die Weltwirtschaft entwickelt sich so, wie sie sich entwickelt. Da können wir eigentlich wenig dran ändern. Oder sagen wir nur gering. So. Und dieses Drucken von Figuren, wie der Exes beschrieben hat, mit dieser Karte. Ja, ich kann euch gerne mal das Video verlinken hier unten vom werten Exe in der Videobeschreibung. Dann wisst ihr eher, was ich meine. Übrigens, tolles Video. Und da ist es so, dass ich einfach nur sagen kann, ja, der Exe trifft es genau auf den Punkt. Wenn ich einen Riese von Warhammer Fantasy habe, aus der 6. Edition, der mir einfach gefällt, weiß ich es. Das ist ein Originalmodell von Games Workshop. Wenn es ein anderer Riese ist, von einer anderen Firma, der auch richtig toll aussieht, dann setze ich den mal ein. Ich proxe, ne? Also er vertritt den Riesen, der normalerweise eigentlich eingesetzt werden sollte.
Ja, da sagt auch keiner was. Wenn das toll bemalte Figuren sind, dann kann man den mal einsetzen. Ich meine, ich bin Fluffspieler. Ja? So. Und im Großen und Ganzen runde ich jetzt dieses Thema Geiz ist nicht geil damit ab, dass es allein daran liegt, ob jedem Einzelnen von euch da draußen die Figuren gefallen, der Hintergrund gefällt, der Fluff. Ja. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, dass die Fluff-Spieler die leidenschaftlicheren Spieler sind. So, jetzt habe ich euch mal einen Floh ins Ohr gesetzt. So, gut. Jetzt schließe ich dieses Thema und ich hoffe mal, dass ihr da draußen auch eine Meinung darüber habt. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben und seid aber bitte anständig miteinander, weil ich schätze einen freundlichen und anständigen Umgang miteinander. Man kann zu allem eine Meinung haben, wenn man sie anständig und aufrichtig darlegt. Okay? Auch wenn meine Reaktion jetzt mal auf die beiden Videos vom Weekend Wizard und vom Access Hobby Tisch jetzt vielleicht ein bisschen emotionaler waren. Aber so bin ich nun mal. Ich bin nun mal der Hüter der alten Welt und mein Fokus ist halt auf der alten Welt direkt. So, gut. Dann sage ich jetzt hier tschüss und auf bald. Euer Balduin, der Hüter der alten Welt.